Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Gnadron zu einem neuen Part. Pokémon, die weiße Edition mit dem Zwergenfürst. Wir sind hier in, ihr habt es gerade gesehen, wurde gerade oben eingeblendet. Keine Ahnung, in der nächsten Stadt. Wen haben wir denn hier? Sonne und Mond im Tanz sich umschlingen. Heute Abend kann alles gelingen. Kündigt schon das nächste Spiel an. Ne, das nächste Spiel war Pokémon Y. Und X. Rundherum alle auseinander, rundherum tummelt euch zusammen. Ein paar Tänzer hier. Links herum, rechts herum, rundherum, wieder von vorn. Tanzt, tanzt, schwingt das Tanzbein, ihr zwei Drachen. Und er sagt wieder Sonne und Mond. Okay. Das legendäre Pokémon Reshiram vermacht den Helden einst die Gabe der Weisheit und vernichtete diese dessen Feinde mit säulenlodernden Feuers. Getrieben von einem Gefühl der Eifersucht und Anerkennung für das Pokémon und den Helden, vereinten die Menschen ihre Kräfte und schufen so Hand in Hand ein neues Land. Und so war dieser hiesige Einheilregion geboren. Zumindest wenn man den Legenden Glauben schenken mag. Okay. Hier haben wir so eine kleine Hütte. Was los bei euch? Ein altes Blockhaus. Wer Tag ein, Tag aus ein energieloses und eintöniges Dasein fristet, vergisst wohl darüber eines Tages den Wunsch, aus dem Alltagstrotz auszubrechen. Übrigens, Santo hat früher mal in einem Film mitgespielt. Freut mich für ihn. Die Drachenstiege sei ein Ort, wo sich Wunsch und Wirklichkeit vermischen. Schon seit Anbeginn der Zeit, so heißt es, trage sich hier in den Himmel empor und lasse uns allen ihren Schutz ausgedeihen. Aber womöglich handelt es sich dabei um nichts weiter als ein Ammenmärchen. Das kann natürlich sein. Was, jetzt hat es angefangen zu regnen, während ich hier in dem Haus war, in den 2 Sekunden hier, wo ich da drin war. Na gut, vielleicht war es 1 Minute. So. Das passiert aber hier auch schnell, dass es anfängt zu regnen. Na toll. Und was ist mit dir? Du hast einen Regenschirm. Das ist sinnvoll, wenn man hier im Regen steht. Unerschütterlich trotz dieser Turm. Was? Unerschütterlich trotz dieser Turm seit Menschengedenken, Wind und Wetter. Sein bloßes Vorhandensein scheint uns allen etwas vermitteln zu wollen. Von mir aus soll er etwas vermitteln. Uah! Greift die mich hier direkt mal an. Hallo! Und hereinspaziert. Nur keine falsche Scheu. Fragma heißt die. Das ist aber ein ulkiger Name. Diese Aufregung, dieses Drama, diese Spannung. Ich darf euch jetzt also den heutigen Kandidaten vorstellen. Du da! Willkommen, willkommen! Beginnen wir sogleich mit unserem Quiz. Je mehr richtige Antworten, desto besser die Stimmung. Also dann, auf die Frage fertig, los! Viel Glück! Hier kommt auch schon die erste Frage. Bei welchem Fortbewegungsmittel trittst du in die Pedale? Also, das ist doch mal eine richtig schwere Frage, weißt du's? Ein Tipp! Na sowas, das Publikum verlangt nach einem Tipp! Klar, warum nicht? Hier kommt also ein kleiner Tipp. Es hat 2 Räder. Ja, das ist ein sehr hilfreicher Tipp. Und Kandidat, weißt du's jetzt? Bei welchem Fortbewegungsmittel trittst du in die Pedale? Das ist ja wohl klar, das ist ein Flugzeug. Bravo, das ist richtig. Spitze, toll, klasse. Was soll es denn sonst sein? Hurra, gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch.
Und hier ist ein Preis, ein generales Gegengift. Ist tatsächlich ein Gegengift. Zwei verstaut das Item Gegengift in der Medizintasche. Diese Aufregung, dieses Drama, diese Spannung. Also bis morgen wieder. Alles klar. Ja, mit denen ist glaube ich nicht mehr alles in Ordnung. Geht's denen noch gut oder? Und sonst alles paletti bei denen. Was haben wir hier? Ein Pokémon-Fanclub. Wir lieben alle Pokémon. Verrückter kann es ja nicht mehr werden. Denke ich zumindest. Hallo, du. Gestatte, dass ich mir dir... Hallo, du. Gestatte, dass ich mich dir in aller Bescheidenheit kurz vorstelle. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs und gleichzeitig der größte Pokémon-Fan unter der Sonne. Du bist doch auch ein Trainer. Möchtest du mir nicht zeigen, wie viel Zuneigung du investierst, um Pokémon aufzuziehen und zu trainieren? Oh, welches Pokémon? Oh, du hast dieses Flambirix mit Level 5 getroffen und jetzt hat es Level 44. Du hast es gut trainiert und warst mit dem Herzen dabei. Zwecke halt IP-Teiler. Ja, das kriegt man also, wenn man gut trainiertes Pokémon gibt. Deswegen staut das Item IP-Teil in der Item-Stasche. Dies ist der Dank dafür, dass du mir gezeigt hast, wie lieb du dein Pokémon hast. Okay, geben wir das Teil gleich mal einem meiner Pokémon. Den IP-Teiler. Und da kriegt man IPs von den anderen Teammitgliedern ab, wenn sie kämpfen. Man muss gar nicht da erst kämpfen mit dem Pokémon. Und du? Willkommen im Pokémon-Fanclub. Möchtest du die Freundschaft zu einem deiner Pokémon einen Test unterziehen? Von mir aus. Oh, dein Flambirix. Es hat sich dich schon sehr gern. Du scheinst ein netter Trainer zu sein. Danke, wusste ich nicht. Hm. Na denn. Waren wir mal auch im Pokémon-Fanclub. So, die Stadt ist gar nicht so groß. Hier geht's schon weiter zur Drachenstiege. Und da wartet schon der Professor auf uns. Ich werde aber hier mal reingucken. In Wario City. In die Arena. Hier gibt es nämlich noch eine Arena. Hier, nimm dieses Tafelwasser. Schwenke erhält Tafelwasser. Feuer kann es schmelzen. Kampf kann es zerschmettern. Und Stahl und Gestein zermahlen es zu Staub. Ja, da bin ich mit meinem Flambirix sehr gut aufgehoben hier in dieser Arena. Aber ich muss, glaube ich, mal zu dem Professor gehen. Er hat was mitzuteilen. Der steht da nicht umsonst im Regen. Na, was los? Was da so majestätisch in die Höhe ragt, ist die Drachenstiege. Der Turm stand dort schon lange, bevor es die eine Region gab. Und ganz oben wartet das legendäre Drachen-Pokémon auf den Menschen, der nach der Wirklichkeit strebt. Okay, so viel gab es gar nicht zu berichten. Okay, hier haben wir sie, die Drachenstiege. Da kommen wir nicht längs, da ist ein bisschen Wasser dazwischen, ein paar Säulen. Da komme ich wohl vorerst nicht lang. Dann ist wohl der richtige Weg, in die Arena zu gehen und uns da mal zu wagen. So, hier ist noch ein Stückchen hohes Gras. Aber das brauchen wir ja nicht. Ab in die Arena. So, dann mal rutschen übers Eis. Und schon der erste Trainer in der Arena. Auf geht's. So schwer dürfte es nicht werden mit einem Feuer-Pokémon als Starter. Ich sehe, dir ist schwindelig vom Aufbau der Arena. Das werde ich mir zunutze machen und dich gleich hier aufhalten. Ach je, ist heute mit dem Reden auch nicht so toll. Also das ist heute irgendwie ein bisschen Scheißtag, das ist. Verzeiht mir, dass ich heute so ein bisschen stockend rede und ein bisschen schlecht beim Moderieren bin. Irgendwas ist mit mir heute los. Ich hoffe, es ist verkraftbar. Es ist nicht zu schlecht.
Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Also schlecht geht's mir eigentlich nicht, aber irgendwie ein bisschen angeschlagen bin ich schon. Der letzte Tag war auch nicht so toll. Gestern war nicht mein bester Tag. Und gestern ging es mir schlecht, das kann, ja stimmt, können die Nachwirkungen sein. Ja komm, was soll ich denn jetzt machen? Noch NKP übrig. Und Brandstempel, na gut, hat fast nichts gebracht, aber immerhin ist es tot. Ja, tot nicht, aber K.O. Ab mit ihm auf dem Pokémon-Friedhof. Frigometrie! Das ist ein Pokémon, das haben wir noch gar nicht gesehen. Soll ihre Panzer. Okay. Okay, wenn es dir was hilft, mach. Feuersäulen, die bringen die zum Schmelzen. Naja, ansatzweise. Brandstempel! Oder erstmal er hier mit seiner Attacke, die mir nicht sehr viel abzieht. Oder nicht sehr viel bringt. So, Frigometrie besiegt. Und Trainer besiegt. War doch nicht so schwer. Nizza erreicht Level 23 wegen dem EP-Teiler, den wir ihm gerade gegeben haben. Schwarzgurt besiegt. Oh nein. Na denn. Und weiter geht's. Drehen wir das Teil hier mal und zack, der nächste Trainer. Schön. Wie viele Trainer lauern denn hier rum? Darf ich dich um einen Kampf bitten? Ja, du darfst. Mit einem Pokémon. Okay, das dürften wir hinkriegen. Her damit. Her damit. Ich mache es platt. Mit meinem Ben. Dampfhalze. Ben ist vielleicht ein sehr unpassender Name für dieses große, feurige Viech. Aber was soll's. Dampfwalze hat nicht funktioniert, dann halt Brandstempel. Reflektor. Okay, was bringt der Reflektor? Wahrscheinlich die Ungenauigkeit meiner Attacken. Oha! Ist auch mal sehr genau. Und dann noch einmal Feuersäulen, obwohl es fast nichts bringt. Und dann hätten wir es. Wir können ja auch nur die untersten beiden Feuerattacken einsetzen, als anderes eigentlich sehr schlecht. Das sind normal bis Kampfattacken. Und die bringen halt in einem, ja gut, die bringen ein bisschen was, aber Feuerattacke in Eiskampf bringt ein bisschen mehr. So und weiter auf der Himmelsleiter. Zack, hüpf. Naja, wie gerne würde ich mich mal an Trainern wieder vorbeischlängeln. Gibt's hier nicht in Arenen. Ich versuche immer ruhig zu bleiben und die Kampfsituation genau zu überblicken. Jo. Ein Pokémon. Schwarzgurt Janis. Setzt ein Pitsneef ein. Level 37. Ich komme dann mit meinem Ben hier. Level 44. Das dürfte kein Problem, keine Herausforderung sein für uns. Ich muss mal unbedingt meinen Pitsneef fangen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das in mein Team nehmen will, aber ich brauche einen Pokémon, das Surfer kann. Ich glaube nicht, dass Pitsneef Surfer kann, oder? Kenn ich Surfer, oder? Glaub nicht. Schreibt mir das einer in die Kommentare. Heißt, zumindest vom physikalischen her, möglich sein. Aber ich denke, nein. Nicht in Pokémon. So. Eisrätsel, wie ich die liebe. Genau das meinte ich. So, ja. Zack. Zack, zack, ja, ich muss erstmal den bekämpfen. Auf geht's. Haus mir rein, dein Pokémon. Wie immer ist das Problem nicht, ob ich kämpfen kann oder nicht, sondern ob ich kämpfen will oder nicht. Na denn. Willst du denn kämpfen? Scheinbar ja. Scheinbar will ich kämpfen. Sie setzt ihr Pitsneef. Und genau, sie setzt ihr Pitsmeat ein. Pitsmeat ist ein Pokémon. Feuersäulen! Meine AP von den Feuertanken sind bald alle. Da muss ich wohl noch mal in den Pokémon Center, bevor ich den Leiter herausfordern. Wir mal hier erstmal alle
Trainer unterwegs und machen dann den Arena-Leiter. Ich denke, den machen wir sowieso erst im nächsten Part. Wasserring. Was willst du mit Wasserring, Priester? Nicht erlernen. So. Das hält ja nur in England. Ja, der Heilattack ist ganz praktisch, aber der Wasserring jetzt nicht so sonderbar. So, dann setze ich nochmal Feuersäulen ein, obwohl das Ding gleich alle ist. 4 AP habe ich noch. Aber es hat geklappt. Gelatropo. Okay, ein Eis. Ein Gelato. Italienisches Pokémon. Gelato. Fehlt nur noch ein Pizza-Pokémon. Ein Pasta-Pokémon. Eis, Pizza und Pasta-Pokémon. Wie kommen wir da jetzt rüber? Wie machen wir das am dümmsten? Im Prinzip so hier. Wäre jetzt eine Möglichkeit, da lang und dann zack, genau so. Und dann hier rüber und da haben wir es. Da längs und nein, hier auf den Fall und dann zack, geht's hier rüber und dann sind wir schon hier. Und hui, jetzt durch die Luft. Und der nächste Trainer, bitte. Und wer bist du? Dieser rutschgefrorene Boden ist perfekt, um seine Balance zu verbessern. Von mir aus. 2 Pokémon von Solveig. Von Solveig. Aus welchem Land stammt die? Solveig. Könnte irgendwas Slawisches sein. Solveig. So. Lettisch. Solveig. Nachnamen. Könnte auch holländisch sein, so unter Umständen. Ich denke eher so im Bereich Lettland, Litauen, Estland. Litauen ist anders, das weiß ich. Die haben andere Namen. Und Solveig, das könnte da so. Ich würde sagen eher weiter oben, so nördlich, so. So hier. Schweden, so da oben. Das da oben über Estland. Ich weiß nicht, was das ist. Bin in Geografie nicht so gut. Ich glaube, es war Schweden. Und Dänemark ist das kleine Spitzelchen da über. Irgendwas nördliches, so Ost. Ne, West. Westöstlich, so. Westnördlich. Westöstlich, ja. Westöstlich ist eine gute Himmelsrichtung. Wie soll das aussehen? Strauchler! Na, das erlernen bitte sofort. Das ist eine gute Sache. Und Strauchler erlernt. Jetzt haben wir die besiegt. Und von woher sie kommt. Eine Schwedin könnte sein. Ja, ich denke, sie ist eine Schwedin. Das passt, glaube ich. Passt so ziemlich. Und noch ein Trainer. Der ist kein Schwede, oder? Ich bin der König aller Karate-Kämpfer. Die Pokémon, gegen die du gleich kämpfst, haben viele Attacken von mir gelernt. Mit den 2. So, wen haben wir da? Gelato. Gelatopo. Italiano. Italiano Pokémon. Pizza, Pizza. Heute gibt es bei mir Pizza zum Mittag. Ich muss noch einkaufen gehen, also lass mal diesen Part mal langsam fertig werden. Ich muss dann noch mal Pizza kaufen gehen. Tiefkühlpizza. Hab nichts anderes im Kühlschrank. Hol mir eine Tiefkühlpizza. Zack, zack. Oder ein Gelatropo. Das kann ich mir auch besorgen. Ja, zum Mittag ein Eis. Ein bisschen außergewöhnlich. Schwarzgurt brennen.
besiegt. Brandon, das ist doch, das klingt amerikanisch. Ja, könnte man sagen. So, und Attacke. Da geht's rüber. Dann hier, dann zack. Und schon sind wir da beim Arena-Leiter. Ui, wie sieht denn der aus? Na, ich würde mal sagen, den gehen wir im nächsten Part an. Zwischendurch werde ich mal mein Pokémon-Team im Pokémon-Center heilen und wieder hierher kommen. Und im nächsten Part beginnen wir dann hier, bei dem hier, in seinen Eiszapfen-Klüften hier. Ich hoffe, es fällt uns kein Eiszapf zwischendurch auf den Kopf. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part. Ein Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben, lasst ein Abo da. Wenn ihr neu seid, teilt dieses Video an all eure Freunde, Verwandte und Bekannte weiter, damit sie es auch sehen können. Gehabt euch wohl und vor allem haut rinne!